Hallo Kack. Ja, du heiliger St. Bud Spencer. Du verficktes Arschloch hast mein glänzendes Fell ruiniert. Ich weiß, es ist alles meine Schuld. Ich habe Regel Nummer 1 missachtet. Man spricht nicht über den Fight Club. Aber heute werde ich mal eine Ausnahme machen. Denn sollte von euch irgendwer auf die saudumme Idee kommen, sich aus irgendwelchen Gründen, Jahre nach dem Release des Films, sich nun das Spiel für die PS2 oder Xbox zu holen, weil man vielleicht diese Perle aus Blut und Kot damals verpasst hat, möchte ich euch warnen. Regel Nummer 1 lautet in dem Fall: Kauft euch niemals Fight Club. You know what this is? Good. If for some reason the detonation fails, this is the fail-safe. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle kurz erklären muss, was der Fight Club ist. Ich mach's so kurz wie nötig. To hit me as hard as you can. Why? Fight Club war ein 1999 veröffentlichter und von David Fincher inszenierter Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Chuck Palahniuk basiert. Der Kinofilm war ein kommerzieller Misserfolg, da irgendwelche Vollidioten diese Perle fälschlicherweise als einen Film über Männer positioniert haben, die grundlos aufeinander einschlagen und sich die Zähne aus dem Fressbrett boxen. Natürlich erntete der Film heftige Kritik, vermutlich aber von Leuten, die entweder den Film nie gesehen haben oder überhaupt nicht in der Lage waren zu kapieren, was man uns mit dem Film überhaupt mitteilen wollte. Fight Club ist eine düstere Satire über die Konsumgesellschaft, Personenkulte und Hypermaskulinität in einer postmodernen Welt voller Enttäuschung, Isolation und weißem Rauschen. Und die Persönlichkeit von Tyler Durden hatte alle Eigenschaften eines Soziopathen und wurde nicht dazu geschaffen, nachgeahmt zu werden. Während nun die meisten nur sahen, wie Männer sich nun zu Brei schlagen, hat man die eigentliche Lektion vergessen. Wir sind alle Sklaven des Kapitalismus und müssen uns von unseren Fesseln befreien. Erst als die DVD auf den Markt kam, verbreitete sich der Kult um den Film wie der Coronavirus und gewann schnell eine Legion von Fans, womit auch der Autor Chuck Palahniuk zu einer Underground-Berühmtheit und zur Stimme einer Generation wurde. Allerdings missfiel Palahniuk dieser Spitzname und streifte ihn so schnell wie möglich wieder ab. So, und nun kommt Vivendi wortwörtlich ins Spiel. Diese Schatten hatten die wunderbar großartige Idee, aus dem antiimperialistischen Werk Kapital zu schlagen. Wenn das nicht eine Realsatire ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. The first rule of Fight Club is, you don't talk about Fight Club. Jedenfalls hat von den Leuten niemand so wirklich verstanden, worum es überhaupt geht, und man heuerte das grandiose beschissene Entwicklerstudio Genuine Games an, um dann im Jahr 2004 das fabelhafte Fight Club, das Spiel zum Film, zum Buch zu veröffentlichen. Falls euch Genuine Games nun nichts sagen sollte. Im Jahr 2005 veröffentlichte man ebenfalls zusammen mit Vivendi ein Stück Software namens 50 Cent Bulletproof. Und der Rest ist Geschichte. Nachdem man sich nun eine Line Koks reingezogen hatte, kam man nun auf die Idee, aus dem Film Fight Club einen waschechten Prügler zu kreieren. Also genau das, was eigentlich eben gerade nicht im Vordergrund stehen sollte. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben, nahm man als Blaupause nicht etwa ein Tekken zur Hand, sondern stülpte das Gameplay über ein abscheulich schlechtes UFC-Kampfspiel. Und um den missratenen Fanservice noch besser zu machen, baute man dann noch so illustre freischaltbare Charaktere wie etwa Fred Durst oder auch den US-Präsidenten Abraham Lincoln ins Spiel ein. Ich kann ja noch irgendwie verstehen, dass man dem Limp Bizkit-Sänger geschmeidig seine Koteletten polieren möchte, aber warum zur Hölle den armen Herrn Lincoln? Allein mit dieser Prämisse kann man schon erahnen, dass etwas mit dem Spiel nicht stimmt. Aber es wird noch viel schlimmer. Fight Club zu spielen ist, als würde euer Gehirn explodieren. Es ist die reinste Folter. Von Anfang bis zum Ende sollte man den Mut haben, länger als 5 Minuten zu spielen. Fight Club ist eines der schlechtesten Kampfspiele seit der Erfindung von Telespielsystemen, wenn nicht sogar das schlechteste Kampfspiel aller Zeiten. Sobald man das Spiel in sein Laufwerk steckt, darf man sich auf einen Sack voll Enttäuschungen einstellen. Fight Club, das Spiel zum Film, zum Buch, bietet für einen Prügler die erwartete Standardauswahl an verfügbaren Spielmodi. Es gibt Arcade, Versus, Survivor, einen Trainings- und sogar einen Online-Modus. Die wahre Scheißigkeit entfaltet sich allerdings im Story-Modus, der sich nicht einen Dreck um den Film kümmert. Oder sagen wir es mal so, man hat versucht, den Flair des Films irgendwie in das Spiel zu packen. Aber erstens kann man nicht mal mit zugekniffenen Augen einen Charakter aus dem Film erkennen und zweitens hat man sich nicht mal im Entferntesten die Mühe gemacht, irgendwie auch nur ansatzweise irgendwelche Zwischensequenzen einzubauen. Jesus, you okay? Fine. You're asking about Tyler Durden. I'll tell you what you need to know. Als ich den Kram zum ersten Mal sah, dachte ich, dass meine PS2 den Freitod gewählt hatte. Aber nein,
Außer einer absolut grützigen Dia-Show mit ein wenig Voice-Over ist auch schon das höchste der Gefühle. Don't talk about Fight Club. Wer vor dem Kampf lernen möchte, wie man nun am besten seinen Gegnern das Fressbrett zu Brei schlägt, kann sich im Trainingsmodus austoben. Aber selbst wer in seiner Kindheit sich nur von Bastelkleber und Lack ernährt hat, sollte in der Lage sein, einen Treffer zu landen. Es gibt ja noch nicht mal Kombos. Grundsätzlich reicht es, wenn man kapiert, dass man mit einem Knopf mit den Fäusten austeilt und mit der anderen Taste mit dem Fuß zutritt. Dazu kann man noch blocken und seinen Kontrahenten verspotten. Und das war's dann auch schon. Wer wirklich alles aus dem Spiel herausholen möchte, darf zu Beginn aus einem von drei Kampfstilen wählen. Zur Auswahl stehen Brawler, Grappler und Martial Arts. Allerdings wird es wohl keine Überraschung sein, dass es im Grunde absolut keinen Furz von Unterschied macht. Das gilt auch für die Charaktere. Egal ob dünn oder fett, die Movesets sind in etwa alle gleich. Man schlägt, tritt zu, teilt Kopfstöße aus und gelegentlich kann man einen Kämpfer zu Boden werfen. Ganz, ganz selten überrascht uns Fight Club mit einem übelst schockierenden Effekt, in dem mittels einem Finish-Move der Arm des Gegners in Zeitlupe gebrochen wird. Diese Moves sehen zwar böse aus, aber wer schon mal Mortal Kombat gespielt hat, ist Schlimmeres gewöhnt. Einige der Aktionen im Kampf sehen durchaus schmerzhaft aus, wie zum Beispiel Kopfstöße. Diese führen dazu, dass sowohl das Opfer als auch der Angreifer vor Schmerzen nach hinten taumeln. Der eine kommt mit einer verletzten Stirn davon, während der andere mit einer offensichtlich gebrochenen Nase nach hinten stolpert. Und es kommt nicht selten vor, dass Blut über den ganzen Bildschirm spritzt. Aber der Großteil der Animationen in Fight Club wirkt gestelzt und schwach, was zu Kämpfen führt, die wirklich nichts mit den wilden Faustkämpfen aus dem Film zu tun haben. Und wenn man mal einen Kampf überstanden hat, dann foltert einem das Spiel mit den schlechtesten Zwischensequenzen aller Zeiten. Irvin told me to come. I'm looking for Tyler Durden. Check inside. Fuck off, pretty. Wie gesagt, handelt es sich um irgendwelche Standbilder, die man sich zwischen zwei Kasten Bier aus dem Arsch gezogen hat, während man lustlos ein Voice-Over drüber kotzte. Und damit soll nun einem die Story erzählt werden? Da war ja noch One Cup Two Girls besser inszeniert. Wer damals aber wirklich die größten Schmerzen aller Zeiten verspüren wollte, durfte sich auch im Online-Modus austoben. Zu einem Weichei-Modus gesellte sich hier noch ein sogenannter Hardcore-Modus hinzu, in dem man mit seiner Eigenkreation der Welt zeigen konnte, wo der Ziegenbart den Honig hat. Rein theoretisch war die Idee auf Papier jetzt gar nicht mal so dumm. Konnte man absehen, dass man in einem Zweikampf niemals einen Blumentopf gewinnen könnte, konnte man jederzeit den Kampf abbrechen, indem man gleichzeitig die beiden Analogknüppel drückte. Aber warum zum Teufel sollte man mitten im Spiel nun einfach aufgeben? Das wirkt sich doch nur schlecht aufs Punktekonto aus. Weit gefehlt. Denn während im Großen und Ganzen in den normalen Spielmodi es absolut keine Rolle spielte, ob man von einem Gegner zu Brei geschlagen wurde, machte der Hardcore-Modus seinem Namen alle Ehre. Wie auch im normalen Spielmodus kommt es auch im Online-Hardcore-Modus vor, dass man herbe Quetschungen oder sogar einen Armbruch kassieren konnte. Das Problem war nur, dass man seine Verletzungen nicht zwischen den Kämpfen magisch heilen konnte. Stattdessen war man gezwungen, so lange bis zum bitteren Ende zu kämpfen, bis der eigene Charakter aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Es sei denn, man verwendete seine hart verdienten Erfahrungspunkte im absoluten Notfall dafür, um seine Verletzungen heilen zu lassen. Man kann aber dieser Schmach auch komplett umgehen, wenn man Fight Club erst überhaupt nicht spielt, was in allen Fällen wohl die beste Wahl ist. Wer eine Xbox hatte, durfte sich auf herunterladbare Inhalte freuen. Darunter gab es zusätzliche Musik oder eben Kämpfer, die sich aber kaum von den anderen Typen im Spiel unterschieden. Es gab also absolut nichts, worüber ein PS2-Spieler neidisch sein durfte. Zumindest was DLC betrifft, denn die Xbox-Version hatte den Vorteil, dass die Grafiken etwas schärfer und sauberer waren als auf der PS2. Aber hochpolierte Scheiße ist immer noch Scheiße. Grundsätzlich ist die Grafik von Fight Club wohl immer noch das Beste am Spiel, was aber nicht heißt, dass Fight Club grundsätzlich gut aussieht. Es sieht anständig aus, mehr aber auch nicht. Ein Teil der Beleuchtung ist schön, da man deutlich die Gesichtsausdrücke der Kämpfer sehen kann und es ist ein nettes Detail, dass die Gesichter im Laufe des Kampfes blaue Flecken und Blutspuren bekommen. Das Spiel behält auch eine gute Bildrate bei, insbesondere auf der Xbox. Andererseits sind die Animationen steif wie ein Brett. Außerdem sind die Charaktere seltsam gezeichnet und proportioniert worden und die Kampfarenen wirken flach und leer und einfach nur tot. Sie umfassen zwar einige Schauplätze aus dem Film, aber insgesamt wirkt das Spiel trotzdem so spritzig wie abgestandenes Spülwasser. Der größte Minuspunkt ist aber wohl, dass man vergeblich nach den Gesichtern aus dem Film sucht. Die Namen sind zwar alle rein technisch gesehen enthalten, aber optische Ähnlichkeiten sucht man vergeblich.
Auch der Sound in Fight Club verfehlt seine Wirkung. Die Kämpfe klingen seltsam gedämpft, da nur gelegentlich Schläge, Tritte oder knochenbrechende Effekte oder das Stöhnen der Kämpfer zu hören sind. Wenn ein Kämpfer ein Match gewinnt, kann man sehen, wie er ausgespottet wird. Die Betonung liegt allerdings auf Sehen, denn zu hören gibt es absolut null. Das Spiel greift wenigstens ein paar einprägsame Musikstücke aus dem Soundtrack von Fight Club auf. Das reicht aber nicht, um den Müll zu retten. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum man in seinem Leben eine so große Grütze wie Fight Club spielen sollte. Mag ja sein, dass man Hardcore-Fan des Films ist, aber ich schlag mir echt lieber meinen Kopf 100-mal an die Tischkante, als dass ich mir diese gequirlte Scheiße nochmals irgendwann rein aus Spaß zu Gemüte führe. Das Gameplay ist absoluter Standard, aber von der untersten Kategorie. Natürlich gibt es schlimmere Kampfspiele, aber ich denke, dass der Versuch mit einem Spiel wie Fight Club den Fans mit einem so verfickten Müll das hart verdiente Taschengeld aus der Hose zu ziehen, nicht nur an eine absolute Frechheit grenzt, sondern im Grunde genau das ist, worüber sich im Grunde der Film lustig macht. Sofern ihr absolut keine Würde habt, könnt ihr euch gerne das Spiel nach Hause holen. Alle anderen sollten allerdings Regel Nummer 1 folgen. Niemand sollte sich jemals Fight Club kaufen. Project Mayhem has begun. Tyler's going to show us how to get back to the basics, how to weed out all the bullshit. We're pulling down civilization. We will become individuals again. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.